Bevor ich mich verabschiede und für 2 Wochen nicht da bin, reden wir noch einmal über Transfers. Denn ob man es glaubt oder nicht, es könnte bald losgehen bei Hannover 96. Sowohl mit Neuverpflichtungen als auch vielleicht mit Abgängen. Das ist die große Frage, die wir uns stellen müssen, nachdem wir ja bekanntermaßen mittlerweile das Etatproblem haben. Wir reden heute aber insbesondere über potenzielle Neuzugänge. Viel Spaß! Wenn euch das Video gefällt, dann lasst mir doch sehr gerne einen Daumen nach oben da. Ich würde mich sehr darüber freuen. In der Videobeschreibung findet ihr den Link zu meinem Instagram. Da könnt ihr gerne folgen, um zukünftig auch an solchen, ich sag mal, Umfragen, wie in diesem Fall, teilzunehmen. Ich habe nämlich meiner Community nachgefragt, wie sieht es denn aus, liebe Leute? Wen würdet ihr euch denn bei Hannover 96 wünschen? Gerne realistisch an dieser Stelle. Viele Grüße an MDSTV, Kolumbani. Danke, das hätte ich mir auch denken können, dass das ein realistischer Transfer ist. Alles in allem kann man aber sagen, dass da sehr viele coole Vorschläge dabei waren und ich muss auch sagen, einige sind ja durchaus auch in der Gerüchteküche generell schon vertreten. Bei einigen sage ich aber auch, uff, das ist eine neue Perspektive und wir gehen heute mal so ein bisschen durch und sprechen über alles und wir machen das relativ simpel. Und zwar hole ich euch einfach mal auf meinen Bildschirm, wir machen das heute wirklich komplett transparent. Ihr habt überhaupt nichts zu befürchten, dass ich irgendwas nicht vorlesen oder zeigen würde. Ich werde sicherlich nicht auf alles in kompletter Breite und Gänze eingehen, aber einfach mal das Community-Feedback und meine Meinung dazu. So ein bisschen Q&A quasi. Max, was hältst du von der und der Verpflichtung? Was hältst du von dem und dem Vorschlag? Und ich werde, wie gesagt, nicht zu jedem was sagen, aber ich werde sagen, was meine Favoriten sind und so weiter und so fort. Das spart mir jetzt sehr viel Bearbeitung, weil ich fliege heute Nacht tatsächlich schon weg. Deswegen, ich habe nicht mehr so viel Zeit davor. Und gleichzeitig habt ihr die Sicherheit, dass ihr in diesem Video zu sehen seid, wenn ihr euch dann beteiligt habt. Wie gesagt, schreibt auch gerne in die Kommentare mal eure Meinung zu diesen Thematiken. Sowohl zum Thema Transfers, auch potenzielle Abgänge, als auch die Namen und ja, meine Einschätzung der Lage, was ihr davon haltet. Wir fangen von unten an, fangen von oben an. Eigentlich ist es unfair, wenn wir von oben anfangen. Wir fangen mal von unten an, weil da sind ja die ersten Antworten eingegangen. Und die erste Antwort, an der Stelle liebe Grüße an den Cosgrover23, Ambrosius, das wäre der Innenverteidiger, den wir dringend benötigen, nachdem Yannick Lürs den Verein verlassen hat. Ist ja auch bereits gerüchtet worden, habe ich auch schon mal so ein bisschen mit in den Raum geworfen, weil er eben ablösefrei ist vom HSV. Ob der sich in die zweite Reihe einsortieren möchte, wage ich ein bisschen zu bezweifeln, aber ist der erste Spieler, über den ich auch ein bisschen mehr sagen kann, weil er halt schon ein bisschen gerüchtet wurde und nicht ganz abwegig erscheint, kommt aus dem Norden, kommt vom HSV, könnte dementsprechend zum anderen HSV wechseln. Wie gesagt, es ist halt eben fraglich, ob er sich hinten anstellen möchte, aber theoretisch kann er sich ja auch in die erste Elf reinspielen, auch wenn es in der Viererkette, glaube ich, mit Phil und Halste schwer werden wird, aber in der Dreierkette wäre das zumindest nicht undenkbar, dass ihm das gelingen könnte. Und von daher, ich sage mal, grundsätzlich interessante Idee würde ich begrüßen, wie ich aber fast jeden Spieler begrüßen würde, weil jeder verdient eine faire Chance. Wenn Wien Wiesbaden absteigt, Vukotic ist wahrscheinlich gemeint und nicht Vujovic. Vukotic, absolute Abwehrkante von Wien Wiesbaden, ist ein guter Spieler, sehe ich aber ehrlich gesagt nicht, auch weil ich glaube, dass da für einen ambitionierten aufsteigen wollenden Verein, einen Aufstiegsaspiranten, sagen wir es mal so, ein bisschen die spielerische mitspielende Qualität am Ball fehlt. Gegen den Ball super Spieler, in der Luft extrem stark, aber eher für ein Team aus der unteren Tabellenhälfte geeignet, würde ich jetzt mal so attestieren. Dann haben wir nochmal Ambrosius, wir haben Kroos, Laurin, liebe Grüße an der Stelle, vielen Dank, Robin Knoche. Union Berlin hat sich gehalten, Knoche hat jetzt zum Ende nochmal ein bisschen mehr Relevanz bekommen, nachdem er erstmal außen vor war über weite Teile der Saison aufgrund der Transferpolitik von Union. Fände ich ganz interessant, aber auch bei dem ist eben die Frage, stellt er sich ins zweite Glied und insofern wir keinen unserer Innenverteidiger abgeben, also Halstenberg oder Phil, sehe ich keine Notwendigkeit, da eben jemanden zu holen, der ins erste Glied rücken würde. Und das würde Knoche definitiv wollen, der wird sich ja nicht auf die Bank setzen bei 96, deswegen eher unwahrscheinlich. Kroos, Karriereende, brauchen wir nicht. Ambrosius vielleicht Backup, also wir sehen auf jeden Fall schon mal, in welche Richtung das hier geht. Dann haben wir Amindo Sieb als nächsten Vorschlag und das ist ja mein persönlicher, ich sag mal, mein Guilty Pleasure. Ja, Amindo Sieb bei Hannover 96 wäre eine absolut fantastische Geschichte. Es gibt jetzt auch bereits das Gerücht, ich weiß nicht, ob das in irgendeiner Art und Weise valide ist von der neuen Presse, das muss nicht über irgendwas heißen, aber es wäre natürlich wunderbar, wenn wir da die Gelegenheit hätten, den zu verpflichten. Wir haben die Vergangenheit im Verein vom Kleber aus führt mit Sebastian Ernst, mit Stefan Leitl jetzt einen weiteren ehemaligen Spieler zu holen und natürlich auch mal wieder einen Bayern-Leihspieler. Das wäre sehr, sehr gut und ich glaube, die Harmonie zwischen Tresoldi und Sieb, auch was die spielerische Komponente anbelangt, spielen in der U21-Nationalmannschaft auch zusammen, wäre sehr, sehr cool. Fände ich auf jeden Fall einen Wahnsinnstransfer, habe ich aber auch schon in den letzten Videos drüber geredet.
Lovro Zvonarek, der ist ja bei Bayern jetzt mal so ein bisschen sehr gut reingestartet mit seinem ersten Spiel und gleich seinem ersten Tor auch. Hat in der Regionalliga 22 Spiele gemacht, dabei 8 Tore und 6 Vorlagen. Definitiv ein interessanter Spieler fürs zentral-offensive Mittelfeld. Ich bin ja der Überzeugung, dass wir da einen Unterschiedsspieler benötigen und ich bin mir nicht sicher, inwiefern wir die ganze Offensive nur aus Talenten gestalten können, insbesondere weil wir da auch Gindorf haben. Und warum sollst du Gindorf ein externes Talent vor die Nase setzen, wenn es eben kein absoluter Unterschiedsspieler ist, wie zum Beispiel ein Yannick Rochelt, der kein Talent ist, aber ein Unterschiedsspieler. Und da würde ich es verstehen, bei einem Talent auf der 10er-Position bin ich eher raus, muss ich sagen. Amendo Sieb, haben wir gerade schon drüber geredet, Ambrosius, Braden Manu. Manu hat BTSV-Vergangenheit, deswegen ist das immer so ein bisschen schwierig, auch ein bisschen dezidiertere BTSV-Vergangenheit als zum Beispiel Howie. Hat natürlich ein Tempo, ist ganz interessant, würde ich jetzt aber nicht bevorzugen, um es einfach mal so zu sagen. Michael Cuisance, eventuell, der den Unterschied machen kann. Da hingegen bin ich sehr, sehr, da wäre ich sehr interessiert dran, weil in meinen Augen brauchen wir ja bekanntermaßen einen Innenverteidiger, einen Linksverteidiger, einen Achter, einen Zehner und einen Stürmer. Und die Achterposition, da gibt es mehrere Namen. Robin Heuser wäre zum Beispiel einer, den ich sehr gerne sehen würde. Aber auch Michael Cuisance hat bei Osnabrück in einer sehr, sehr schweren Situation gezeigt, dass er auf jeden Fall Potenzial hat, auf der Position einiges zu bewegen nach vorne. Ist ein guter Spieler, der insbesondere mit dem Ball einiges anfangen kann. Gegen den Ball vielleicht nicht seine allergrößte Stärke, aber auch auf jeden Fall ordentlich. Hat es bei Osnabrück gut gemacht. Ich glaube, der Weg zu einem Verein, der mehr mit dem Ball noch macht als gegen den Ball, würde ihm sogar gut tun. Von daher, ich würde ihn sehr begrüßen, weiß aber nicht, ob Hannover 96 der Verein ist, der sich einen in Anführungsstrichen vielleicht etwas schwierigeren Charakter, so wird er zumindest ja von vielen gesehen oder von einigen gesehen, reinholen möchte. Ich fände es aber sehr, sehr cool. Arminia Sieb, ich glaube, damit ist Amendo Sieb gemeint, Papadopoulos von Dortmund 2 und Puchacz. Puchacz wäre auf jeden Fall ein Unterschiedsspieler für die linke Seite, der hat zumindest das Potenzial dafür. Der ist halt komplett Feuer und Flamme oder Wasser und Kälte. Der ist nur heiß oder kalt. Bei dem gibt es halt keine Konstanz. Das ist ja immer das Beispiel, was man auch bei 50 plus 2 gerne hört. Er ist eine 7 out of 10 most of the time. Und das gibt es halt bei Puchacz nicht. Der ist entweder super oder kacke. Und das ist was, was ich sehr, sehr schwierig finde. Wäre natürlich mit Brooks jemand dahinter, der das auffangen könnte. Ich fände Puchacz spannend. Für eine Viererkette aber auch nicht geeignet. Und da ich die Viererkette sehe, wäre es nicht mein Favorit auf der Position. Bei Papadopoulos sehe ich das ein bisschen anders, der wäre ein super Backup, da wäre halt die Frage, ob er sich bereit erklärt, aus der dritten Liga in eine Backup-Position zu rutschen, weil auch das wäre er, kann ich mir aber eher vorstellen als bei einem Robin Knoche, fände ich einen sehr interessanten Transfer, Panathinaikos scheint ja wohl auch dran zu sein, da werden wir natürlich gegen abstinken, aber wenn er in Deutschland bleiben möchte, wäre das auf jeden Fall eine sehr gute Option, wir haben ja auch gerade die Verbindung zu Dortmund 2 durch Yannick Lührs. Sieb wäre geil, Haraguchi für 1-2 Jahre, da bin ich ehrlich. Genki hatte eine gute Zeit bei Hannover, aber nochmal und in dem Alter und mit so wenig Spielpraxis, auch wenn er sicherlich im Training beim VfB einiges mitgenommen hat, sehe ich nicht nochmal. Der ist drüber über seinen Zenit und deswegen würde ich ihn jetzt nicht begrüßen. Andererseits beschäftigt sich Düsseldorf mit ihm, für die erste Liga wohl. Von daher für die zweite wäre er wahrscheinlich auch gut genug. Ich weiß nicht, was ich bin nicht so der große Fan von solchen Rückholaktionen, deswegen, aber sicherlich könnte er, wenn er zu alter Form findet, die er bei uns hatte, helfen. Da müssen wir nicht drüber reden. Adamu per Laie von Freiburg, habe ich auch schon drüber geredet, wahrscheinlich sehr unrealistisch. Ich glaube eher, dass der aufgebaut werden wird von Julian Schuster jetzt. Ist jetzt ein Jahr da, hat einen schwierigen Start, aber hat natürlich das unglaubliche Potenzial, das bekannt ist. Und ich glaube nicht, dass sie ihn in die zweite Liga verleihen, weil das, glaube ich, auch ein bisschen unter seinen Vorstellungen ist. Aber nochmal Robin Knoche, quasi Vried von Osnabrück, Ex-Bayern-Spielern, klappte es doch meistens gut. Nee. Bei Vried möchte ich gar nicht großartig was zu sagen, sehe ich aber nicht. Vried ist nicht der Spielertyp, den wir benötigen. Wir haben mit Howie, mit Vogelsammer ähnliche Spielertypen. Vried ist ein absolutes physisches Paket, aber wir brauchen vorne nicht noch jemanden, der Physis mitbringt und Kopfballgefahr und keine Geschwindigkeit. Also der hat sicherlich eine gute Endgeschwindigkeit, aber ist nicht der Spielertyp, den ich da vorne sehen würde und hat auch nicht nachweisen können, dass er die Qualität hat für die zweite Liga, meiner Meinung nach. Jan Egloff ist hier gemeint, nicht Elgoff. Ja, spannender Spieler für die 10, auch da Lars Gindorf ist da, ist ein Talent, warum willst du dem Talent vor die Nase setzen? Auch wenn Egloff sicherlich nicht per Laie kommen würde, sondern fest und dann hättest du einen Zweikampf zwischen zwei Spielern. Der könnte ein Unterschiedsspieler sein, aber ist mir auch zu viel Risiko. Ich hätte da gerne einen etablierten. Ich würde aber auch nicht Nein sagen, wenn wir den holen, weil er hat auf jeden Fall Potenzial und könnte ja auch auf der Achterposition spielen, die wir gerade angesprochen haben. Von daher gerade ablösefrei sicherlich jemand Gutes, aber da gibt es ja auch die Gerüchte um Zürich und das halte ich für wahrscheinlicher. Ingelsson von Rostock wollte ich letzten Sommer schon haben, die steigen jetzt ab, das heißt, er wäre verfügbar. Ingelsson ist ein Spieler, der insbesondere auf den Außenbahnen spielen kann, sicherlich auch auf der 10, wäre da aber kein Unterschiedsspieler, das heißt, er wäre ja die Backup-Option für Gindorf und dafür ist er mir dann ehrlich gesagt nicht, das passt irgendwie nicht,
passt nicht so rein, stelle ich mir nicht so vor. Flügel haben wir in unserem System eigentlich nicht. Klar, auf der Schiene theoretisch schon, aber ein Schienenspieler, ja, da sehe ich ihn jetzt nicht unbedingt. Von daher, letztes Jahr hatte ich noch Ja gesagt, dieses Jahr sage ich eher Nein. Kevin Sessa, das ist ein Spieler, der jetzt in den letzten Wochen bei Heidenheim sehr stark performt hat und bei dem, glaube ich, einfach Heidenheim Eigeninteresse noch hat. Auch wenn sie jetzt Leo Cienza geholt haben, vielleicht ist das ein Zeichen dafür, dass man Sessa ausleiht, 23 Jahre alt, vielleicht eine gute Variante, den nochmal für ein Jahr in die zweite Liga zu schicken, hat in der Bundesliga meiner Meinung nach gerade zum Ende hin, wo er die Einsatzzeit auch bekommen hat, gute Leistungen abrufen können. Wäre jemand, dem ich attestieren würde, dass er ein Unterschiedsspieler sein könnte. Also ich fände es sehr, sehr interessant. Mich würde sehr, sehr begrüßen. Glaube aber nicht, dass der bei 96 auf dem Zettel steht. Schön fände ich's. Zettel eher nein. Sinan Karweiner haben wir schon drüber gesprochen. Der haut sich rein wie Vogel, bringt Qualität für 15 Tore mit. Das weiß ich nicht. Er hat in der österreichischen Liga ja gut gescored. Das definitiv. Ob er wirklich die Qualität mitbringt, kann ich nicht beurteilen, weil ich nicht genug von ihm gesehen habe und man auch nicht genug zu ihm findet. Zumindest ich nicht. Vielleicht ist es bei euch anders. 17 Scorer in 27 Spielen, 10 Tore, 7 Vorlagen ist super. Ob er der Spieler ist, den wir da brauchen, ist die andere Frage. Scheint aber ein recht ähnliches Profil zu haben wie Amindo Sieb, abgesehen davon, dass er nicht so ein Sieb ist ein Brecher. Ein kleiner Brecher, aber ein Brecher. Und das ist bei Karweiner zumindest von den Bildern, die ich gesehen habe, nicht so. Trotzdem auf jeden Fall interessant und ein ähnlicher Typ wie Sieb. Von daher, auch den haben wir ja schon drüber gesprochen. Ojan, Kleinhansel, das sind die Namen. Finde ich beide interessant. Beide für eine Viererkette. Ojan eher für eine Fünferkette. Kleinhansel vielleicht auch für eine Viererkette gut geeignet. Nochmal so ein bisschen Counterpart zu Eze. Fände ich spannend, habe ich auch schon mal gesagt. Wäre ablösefrei und hat in der zweiten Liga, finde ich, gute Eindrücke hinterlassen. Ojan wäre auf jeden Fall der Unterschiedsspieler auch für eine Dreierkette. Der wäre auf der Linksverteidigerposition sicherlich jemand, der einen Unterschied machen kann. Aber auch bei dem ist halt eben die Frage, ist ja nicht umsonst so, dass er bei Schalke halt nicht immer die Leistung gezeigt hat. Hat er die Qualität, die es braucht? Und vielleicht will er auch einfach zurück nach Holland, kann ich mir vorstellen, weil ich glaube, da in der ersten Liga könnte der sich wieder richtig reinspielen. Das passt einfach so vom Spielertypen her. Vielleicht für die zweite Liga nicht bestens geeignet, aber nehmen würde ich ihn auf jeden Fall. Bitte nicht Lino Tempelmann ist hier der explizite Wunsch. Da sage ich, warum denn nicht? Letztes Jahr hätte ich Tempelmann mit Handkuss genommen, als er von Nürnberg zu Schalke gegangen ist. Hab gedacht, das könnte ein Unterschiedsspieler bei Schalke werden. Ich würde ihn sehr begrüßen. Ich fände den für unsere 8 sehr, sehr gut geeignet. Gab ja auch schon bereits das Gerücht. Ich würde es feiern. Schreibt mir dazu gerne eure Meinung in die Kommentare. Ich glaube, da muss ich jetzt nicht zu sehr ausführen. Tempelmann sollte man kennen. Wenn nicht, dann schaut euch mal die Highlights von Nürnberg an. War ein sehr, sehr guter Spieler da bei Schalke. Nicht richtig auf den Boden der Tatsachen gekommen oder nicht richtig einen Fuß auf den Boden bekommen. Soll wohl aussortiert werden. Ich würde die Chance ergreifen, definitiv. Sowas wie Sieb, schneller Stürmer, Cuisance, Unterschiedsspieler, Cuisance, 80% Hoffnung bei Sieb, aber 20% realistisch. Ragnar Ache, ähnliches Thema, glaube ich. Ache auch ein sehr ähnlicher Stürmertyp zu Tresor, das heißt ein sehr ähnlicher Stürmer, also schon mal anders, aber trotzdem sind sie jetzt nicht gänzlich unterschiedlich. Ich glaube, Ache ist tatsächlich genauso groß wie Tresor, die müssten beide 1,83 sein, der hat natürlich noch mal eine andere Präsenz in der Luft, ist noch ein bisschen schneller. Technisch würde ich sagen, nehmen sie sich nicht viel, also ich finde, vom Paket her sind sie sehr ähnlich und ich weiß nicht, wie so eine sehr ähnliche Doppelspitze funktioniert. Es kann natürlich gut funktionieren, das haben wir zum Beispiel beim KSC gesehen mit Matanovic und Sifzidaze. Kann aber auch nach hinten losgehen. Ich hätte lieber den etwas kleineren, wendigeren Spieler. Aber es kann natürlich auch sein, dass man genau dieses Profil von Ache sucht und dann wäre es definitiv spannend. Ich glaube aber auch jetzt mit 25 Jahren und den Leistungen, die er in der zweiten Liga gebracht hat, bei nur 26 Spielen 16 Tore gemacht, wäre wahrscheinlich, wenn er die ganze Saison fit gewesen wäre, auch ein heißer Kandidat für die Torschützenkanone gewesen. Ich glaube, den wird sich ein Bundesligist sichern. Irgendeiner von den unteren, könnte ich mir zumindest vorstellen. Wäre auch jemand, den ich mir bei Union zum Beispiel sehr gut vorstellen könnte. Jetzt haben wir hier ein paar mehr Namen. Christopher Lenz, Maurice Malone, Robin Heuser, Connor Metcalf, Maxwell Jumphy. Das sind ja alles Namen, die ich schon mal genannt habe. Abgesehen von Christopher Lenz, bei dem ich sage, der sehe ich nicht unbedingt. Der hat natürlich bei Union gut gespielt, hat das bei Frankfurt auch nicht schlecht gemacht, aber ist trotzdem niemand, und bei RB jetzt, wenn er reinkam, auch nicht. Hat natürlich eine gute Qualität, da müssen wir nicht drüber reden. Aber es würde mich jetzt, ist jetzt nicht so, dass ich sagen würde, wow, das würde mich begeistern. Ist auch erst ein Jahr bei RB, hat eine Option, den Vertrag, der bis nächstes Jahr läuft, zu verlängern. Es wäre schon spannend, aber ich sehe es irgendwie nicht. Ich finde es nicht realistisch einfach, glaube ich. Das ist das Hauptproblem, was ich habe. Maurice Malone wäre auf jeden Fall ein spannender Spieler. Der hat ja auch sehr gut performt in der Schweiz, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Aber der ist, glaube ich, einfach er hat ehrlich gesagt ziemlich schlecht performt. Letztes Jahr hat er so gut performt, ne? Letzte Saison. Für 2 Millionen von Augsburg zu Basel gewechselt, Vertrag bis 27. Wir zahlen wahrscheinlich keine Ablöse.
Nee, leider Gottes unrealistisch. Maxwell Jumphy wäre auch ein Spieler für unsere Verteidigung als Backup, den ich sehr gut fände. Ist ja abgestiegen mit Osnabrück. Weiß nicht, ob der einen Vertrag dann noch hat, ob er vielleicht als Kapitän mit in die dritte Liga geht. Robin Heusser, Connor Metcalf, auch für die Achten sehr gut geeignete Personalie. Glaube ich aber, wird bei St. Pauli bleiben. Ja, Finn-Ole Becker, Yannick Rochelt. Rochelt habe ich gerade schon mal erwähnt. Rochelt fände ich fantastisch. Für die 10 wäre ein absoluter Unterschiedsspieler. Würde ich sehr gerne da sehen. Finn-Ole Becker für die 8 auch interessant per Laie. Beides, glaube ich, eher unrealistisch. Ich glaube, Rochelt wird oder hat sich in den Fokus von vielen Vereinen gespielt und wird eine Ablöse kosten, würde ich von ausgehen, außer der ist ablösefrei und ich weiß es nicht. Bei Finn-Ole Becker wäre eine Laie auf jeden Fall interessant. Ob der aber auf der Liste steht und das Profil erfüllt, wage ich eher zu bezweifeln. Rochelt hat Vertrag bis 26. Realistisch ist das keiner für uns, leider Gottes, weil wir nicht bereit sind, Ablösen zu bezahlen. Windosi per Laie hatten wir schon. Karaman zurück, das wird nicht passieren. Der geht bei Schalke in sein letztes Vertragsjahr. Ich glaube, dass der auch da eine sehr gute Saison spielt und nächstes Jahr ablösefrei gehen wird. Der ist in seiner Karriere bisher immer ablösefrei gewechselt, hat immer das Handgeld mitgenommen und, glaube ich, fühlt sich auch bei Schalke verhältnismäßig wohl. War da Unterschiedsspieler, ist, glaube ich, derjenige, der am besten performt hat in der Offensive auf die ganze Saison gesehen. Und auch wenn ich ihn begrüßen würde und auch wenn ich das cool finden würde, ist das kein Spieler, bei dem ich jetzt sage, das halte ich für realistisch. Ronaldo, super. Logic als Laie. Mbappé, jetzt sind wir im realistischen Bereich hier angekommen, ja, also Logic als Laie ist wahnsinnig unrealistisch, Mbappé ist ja, Hoffnung. Erik-Maxim Choupo-Moting sehe ich gar nicht, halte ich überhaupt nichts von, nein, einfach nein. Pohlmann wäre ein Traum. Da müsst ihr mir mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das seht, weil ich persönlich finde, dass Pohlmann sicherlich ein interessantes Profil hat und hat ja auch bei den Profis zumindest mal zwischenzeitlich gespielt, aber ist jetzt niemand, bei dem ich wirklich sagen würde, das ist der Spieler, der die Ablöse auch auf jeden Fall wert ist. Es kann natürlich sein, aber es ist ein Risiko, was du eingehst. Er würde eine Ablöse kosten. Auch da sind wir wieder bei dem Punkt, dass wir keine Ablösen bezahlen wollen. Und deswegen halte ich das für unrealistisch. Ich weiß aber auch nicht, ob er das Profil ist, was wir unbedingt brauchen, beziehungsweise ob das so gut funktioniert. Schreibt mir das, wie gesagt, gerne mal rein. Ich bin sehr interessiert daran. Vielleicht sehe ich einfach Sachen nicht, die ihr seht. Aber ja, so viel zum Thema Pohlmann. Ich glaube, sehr viele wollen ihn gerne haben. Aber ich habe irgendwie, abgesehen von der Ablöse, auch meine Skepsis, weil ich... Es kann natürlich mega funktionieren. Und wahrscheinlich, wenn wir ihn nicht holen und irgendwie anders holt, ihn wird er ballen. Aber irgendwie bin ich trotzdem skeptisch. Julian Hetwer, Talent von Dortmund 2, Außenbahnspieler, brauchen wir nicht, haben wir im System nicht. Milan Smit spielt in der zweiten holländischen Liga bei Cambuur. Wir haben schlechte Erfahrungen damit gemacht. An der Stelle liebe Grüße an Emil Hansson. Ich glaube, auch der würde eine Ablöse kosten. Auch die können wir nicht bezahlen. Der wird mit seinen 21 Jahren in Holland definitiv einen Markt haben. Von daher halte ich das auch eher leider Gottes für unwahrscheinlich. Paul Will, da muss ich jetzt einmal nachgucken. Der Name sagt mir was, ich weiß aber nicht woher. Jetzt sind wir auf jeden Fall so ein bisschen im Nischenbereich. Danach haben wir wieder Ambrosius Heuser-Jumphy, über die müssen wir nicht sprechen. Paul Will von Dynamo Dresden, defensives Mittelfeld, sehe ich keine Baustelle, brauchen wir nicht. Ja, 37 Spiele in der zweiten Liga, sicherlich eine wichtige Säule, Vertrag bis 24. Wäre also zu haben, ablösefrei, Backup für die 6, aber da haben wir Christiansen. Wir haben Kunze, wir haben Christiansen. Ich sehe es nicht. Ich sehe nicht den Bedarf. Heuser von Wiesbaden, Papela. Papela, Spieler von Mainz, war schon mal in der zweiten Liga bei Sandhausen. Ja, okay, verstehe ich den Ansatz. Junger, talentierter Spieler. Bei Mainz 11 Einsätze gehabt, die Saison 253 Minuten, ist ablösefrei. Für die Breite vielleicht jemand. Möglich ist es, kann halt alles im Mittelfeld spielen. Kostet nichts. Für die Breite okay. Aber weckt jetzt auch keine Illusionen in mir oder macht jetzt nichts irgendwie groß bei mir auf. Also was ich bisher von ihm gesehen habe, auch in der zweiten Liga bei Sandhausen, war jetzt nicht beeindruckend. Er hat natürlich Talent. Er war ja nicht umsonst U-Nationalspieler. Aber irgendwie, ich weiß es nicht. Ich sehe es nicht, sage ich euch ganz ehrlich. Ich sehe nicht, dass der uns bei den Ansprüchen, die wir haben, und wir wollen ja scheinbar aufsteigen, auch wenn der Etat gesenkt wurde, dass der uns weiterhilft, sehe ich nicht. Außer für die Breite vielleicht, aber naja. Max Besuschkow, ne, sage ich nur, von Austria Klagenfurt, könnte ja zurückkommen. Wäre ähnlich, sicherlich anderer Spielertyp, aber auch für die Breite einer. Weiß ich nicht, ob man dann einen Papela holen muss. Andererseits, je nachdem wie teuer er ist, könnte er für die Breite halt auch gut sein. Ache Pretein, Preveljak. Preveljak vom Spielertyp passt nicht, hat mich auch nicht überzeugt bei Hertha. Pretein, auch nicht der Spielertyp, den ich mir vorstelle. Kann sein, dass der funktionieren würde, hat bei Wiesbaden das ganz gut gemacht. Aber
nicht das, was ich mir vorstellen würde, beziehungsweise nicht das, wo ich sage, das weckt irgendwelche Ideen in mir. Robert Sko für die linke Seite ist natürlich eigentlich mal ein rechter Flügelspieler gewesen. Geiler Spieler, mag ich sehr, sehr gerne. Aber auch nicht etwas, wo ich direkt sage, wow, das ist total realistisch. Erstens, weil Marktwert 6,5 Millionen wäre der teuerste Spieler der zweiten Liga, glaube ich, abgesehen von den ganzen Talenten. Ist ablösefrei, ja, aber der wird auch andere Angebote haben, wenn er nicht verlängert. Das weiß ich nicht, ob das irgendwie schon feststeht. Ah, nee, sie haben ihn verlassen. Okay, entschlossen, eine neue Herausforderung anzunehmen. Ist auch keiner für die Viererkette, wäre eher wieder für die Dreierkette jemand. Nationalspieler Dänemarks, also ich glaube, dass der andere Angebote haben wird als 96 einfach. Das ist ein bisschen unrealistisch. Ambrosius hatten wir schon, Pretain hatten wir schon, Linden Meiner wird bei Köln, glaube ich, entweder bleiben oder sie werden ihn verkaufen für Geld. Und bei Geld sind wir ja schon wieder raus, wissen wir ja, wir haben ja keine Kohle. Joel Grodowski als Ersatz für Teuchert. Da sind wir wieder in einem Bereich, wo ich den Spieler nicht kenne. Da muss ich sagen, Schande über mein Haupt, aber ich reagiere ja nicht umsonst spontan hier seit 20 Minuten auf eure Transfervorschläge. Preußen Münster, 26 Jahre alt, also ähnliches Alter, kein Talent mehr, 17 Tore gemacht in der dritten Liga, 1,85 groß, liest sich im ersten Moment, ich muss ganz ehrlich sagen, so viel dritte Liga habe ich nicht geguckt, ich kenne ihn nicht, liest sich ähnlich wie Nicolo Tresoldi, ja, Paderborn ist interessiert, liegt nah, weil es an Münster nah dran ist. Irgendwie, nee, also nicht mein Vibe. Aber mag auch an mir liegen. Ragnar Ache, ja, wäre ein Brett und der Typ Stürmer, der uns fehlt. Sehe ich halt nicht so. Aber natürlich wäre der ein Brett. Amindo Sieb haben wir nochmal. Ole Pohlmann, Ivan Pretain, Kleinhansel. Jung soll relativ günstig sein. Kann Viererkette, hat das Niveau. Ich weiß nicht, welcher Jung gemeint ist. Wenn Sebastian Jung gemeint ist, der war schon mal da. Von Rückholaktion bin ich, wie gesagt, kein Fan. Ist ja mittlerweile auch 33 Jahre alt. Wenn Gideon Jung gemeint ist von der Spielvereinigung aus Fürth, dann ist das nicht richtig. Sollte relativ günstig sein. Ja, kann sein. Vertrag bis 25. Aber wozu den Innenverteidiger? Weil der wird auch nicht Backup bei 96 sein wollen, wenn er halt bei Fürth die realistische Chance hat, weiter vorne zu spielen. Sehe ich da nicht. Kleinhansel passt. Kleinhansel ist jung. Okay, alles klar. Mein Fehler, aber wir machen es ungeschnitten. Von daher, ja, Kleinhansel sehe ich ja genauso. Pretain, Rigota, unrealistisch, wird nicht passieren. Hat da verlängert, würde Geld kosten, haben wir nicht. Mikkel Kaufmann per Laie, ganz interessant, glaube ich. Wäre auf jeden Fall eine spannende Personalie. Auch da wieder, wie realistisch ist es wirklich, dass wir den holen? Wäre so ein Spieler wie Martanovic, ja, aus der ersten Liga geliehen, weil er da vielleicht nicht ganz das Niveau bisher hatte. In der zweiten Liga kann ein Unterschiedsspieler sein, 1,89 groß, dafür aber sehr schnell. Hat in der Bundesliga ab und zu mal aufblitzen lassen, was er kann. Spannend, ja. Realistisch, na, sehe ich eher nicht so. Ilas Bebu. Unrealistisch leider, hat sich mal wieder zum Ende der Saison in der Hoffenheim gefangen, war wichtig und wird dementsprechend, glaube ich, da bleiben. Iva Fossum, mein eigentliches Guilty Pleasure, abgesehen von Amindo Sieb, spielt in den Abstiegsplayoffs der Jupiler Pro League, ist im Winter gewechselt zu Kortrijk in die belgische Liga. Hat 135.000 Euro Ablöse gekostet, Vertrag bis 26, würde also wahrscheinlich, außer sie steigen ab, Ablöse kosten. Ich liebe Iva Fossum, Rückholaktionen aber Quatsch, von daher eher nein. Kleinhansel Engelhardt, ähnlicher Spielertyp wie Tresoldi, sehe ich nicht. Gibt tatsächlich das Gerücht, ja, das mag sein, aber ist trotzdem ein Spieler, bei dem ich sage, ist nicht das, was ich als realistisch oder sinnvoll ansehe. Kann natürlich ballen, hat 10 Tore gemacht, so musste bei Osnabrück erstmal aufs Papier kriegen, aber wenn ich da sehe Nürnberg, dann ist das, also Nürnberg ist für mich irgendwie der bessere Fit für Engelhardt als 96, kommt ja nun mal auch aus der Jugend. Kolumuani hatten wir schon das Thema, Laie von Franz Kretzig, der Mann heißt nicht Frank. Kretzig wäre sicherlich eine interessante Personalie für die Linksverteidigerposition, andererseits, ich sehe nicht, dass wir da einen Spieler leihen. Das hat natürlich bei Tom Rothe gut funktioniert. Und bei Bayern-Laien bin ich immer hellhörig sofort. Ob Kretzig aber jemand ist, der in die zweite Liga geht. Er war jetzt bei Austria Wien, hat es da gut gemacht. Geht der in die zweite Liga per Laie oder lässt er sich vielleicht sogar in der Bundesliga verleihen? Wäre auf jeden Fall ein interessanter Spieler, kann man nichts gegen sagen. Sicherlich auch nur per Laie, aber im Doppelpack mit Amindo Sieb würde ich den auf jeden Fall nehmen. Kai Pröger, auch nicht schlecht, ja, als Backup, aber da haben wir genug Stürmer. Für die erste Reihe ist Pröger für mich keiner.
Mbappé, nochmal, danke dafür. Moritz Broschinski steigt gegebenenfalls ab mit Bochum. Dann werden sie ihn sicherlich behalten, weil warum sollte er dann gehen? Wenn Bochum in der Liga bleiben sollte, was unwahrscheinlich ist nach dem 3:0, kann ich mir auch vorstellen, dass sie ihn da einfach weiter aufbauen wollen. Ist 23 Jahre alt, hat diese Saison 2 Tore gemacht. Ist das der Spieler, der in der zweiten Liga so ballt? Ich weiß es nicht. Vertrag bis 26, wahrscheinlich auch Zweitliga-Vertrag. Unwahrscheinlich. Puchac hatten wir schon. Kitejvili sagt mir nichts, aber wir werden ja die Georgier bei der WM im eigenen Land sehen. Offensiver Mittelfeldspieler von Sturm Graz, gerade Meister geworden. Vertrag bis 2024, läuft also aus. Hat allerdings hier Gerüchte bei Roter Stern Belgrad und den Glasgow Rangers und einen Marktwert von 5 Millionen Euro. Bissel zu viel Karrieremodus. Hier haben wir noch weitere Namen, die wir schon hatten. Jessica Gangkam geht jetzt zurück nach seiner nicht ganz so erfolgreichen Leihe zu Mainz, wo er auch aufgrund von Verletzungen wenig Fuß auf den Boden bekommen hat, zu Eintracht Frankfurt. Könnte vielleicht verliehen werden. Wäre so ein Spieler, bei dem ich mir vorstellen könnte, dass er in der zweiten Liga bei einer Mannschaft, die um den Aufstieg mitspielen will, den Unterschied machen könnte. Bulliger Stürmer, ähnlich wie Sieb, ein bisschen größer, vielleicht technisch nicht, also definitiv technisch nicht ganz so beschlagen, ich halte aber auch zu viel von Sieb, aber spannend. In der zweiten Bundesliga hat er bei seinen Auftritten, er hat nie zweite Bundesliga gespielt, sehe ich gerade, ich dachte, der wäre mit Fürth in der zweiten Liga gewesen, aber mit dem war in der ersten Liga, hat auch nie so richtig doll gescored, aber vielleicht in der zweiten Liga. Ich meine, jung ist er noch mit seinen 23 Jahren, wird jetzt 24 im Sommer. Vielleicht wäre der Weg in die zweite Liga gut, um die Karriere wieder in Gang zu kriegen. Fände ich interessant auf jeden Fall. Ich würde sie bevorzugen, aber ein Gang kam auch nicht schlecht. Christopher Lenz hatten wir schon, Paul Wanner auf der 10, Laie vom FC Bayern. Wäre spannend. Der wäre, auch wenn er ein Talent ist, eins, das so groß ist, dass ich sagen würde, da ist nicht schlimm, wenn man den Gindorf vor die Nase setzt. Aber auch da hätte ich halt lieber jemanden, der schon etabliert ist und gestanden ist. Marcel Hartl wird nicht kommen. Der geht nicht umsonst von St. Pauli weg. Der wird Angebote aus der Bundesliga haben. Ich gehe mal davon aus, der wird sowas in die Richtung Gladbach, Heidenheim vielleicht, Europa. Irgendwie sowas gehen. Heidenheim eigentlich zu klein, ehrlich gesagt, aber spielen halt Europa. Clement Heuser, Owe-Jan Pretein, Clement. Wo spielt denn der eigentlich gerade? Das weiß ich gar nicht. Ach ja, der war bei Lautern, ne? Und ist dann so ein bisschen abgefallen. Nicht umsonst, sehe ich nicht. Mikkel Kaufmann hatten wir schon. José Enrique Rios Alonso von RWE, einfach nur wegen dem Namen, ansonsten solider Backup. IV, kenne ich nicht, passt. Haraguchi hatten wir, Lindenmeiner hatten wir, Amindo Sieb hatten wir. Besuchskopf noch eine Chance geben, finde ich spannend. Ich glaube tatsächlich, Hübers wäre eine super Personalie, allerdings auch nicht für die zweite Reihe. Und dann müsstest du... Die hat sicherlich eine Ausstiegsklausel. Ich weiß nicht, ob sein Vertrag ausläuft. Wir können mal nachgucken, ob da eine Klausel hat, wie auch immer. Aber ich glaube, Hübers wird genug Angebote aus der Bundesliga haben, würde ich zumindest so einschätzen. 7,5 Millionen Marktwert können wir überspringen. Erik Engelhardt, Eklow, Papadopoulos, Aslan haben wir hier noch. Die Frage ist, welcher? Wenn es der von Magdeburg ist, der da leider Gottes nicht so richtig einen Fuß auf den Boden bekommen hat, dann wäre der sicherlich interessant. Aber sehe ich nicht. Hübers hat seinen Vertrag verlängert. Ich glaube, der wird Ablöse kosten, von daher eher unwahrscheinlich. Aslan war halt sehr, sehr geil bei Dresden, hat es bei Magdeburg überhaupt nicht auf den Platz bekommen, hat aber auch nicht so wirklich die Gelegenheit bekommen. Ich sehe gerade übrigens bei Hübers Gerücht zu Wolfsburg, das können wir ja so knicken. Aslan wäre, glaube ich, ganz interessant, aber ist nicht der Spieler, bei dem ich sage, yo, das erscheint mir realistisch im ersten Moment. CR7 auch sehr gut, ja, Fröhlich von Rostock, bringt Kreativität, Torgefahr und wirft sich rein. Ein Malocher, also. Naja. Nee. Ehrlich gesagt nicht. Ist auch 10er, glaube ich, ne? Wenn mich nicht alles täuscht. Wird auch ohne H geschrieben, das ist schon mal gut. Aber ist niemand, der mich im ersten Moment so richtig überzeugt. Ich finde ihn auch tatsächlich gar nicht. Ich weiß aber, dass es ihn gibt. Trotzdem ein Spieler, bei dem ich nicht das Niveau für 96 sehe, ohne das Böse zu meinen. Aber der hat nicht umsonst bei Rostock gespielt. Dion Bellio haben wir hier noch. Sehr interessanter Spieler auf jeden Fall. Bellio hat mir sehr gut gefallen bei Augsburg in seiner Anfangsphase. Ist dann ein bisschen abgeflacht. Ich könnte mir vorstellen, dass sie ihn ausleihen. Würde ich nehmen. Hat auf jeden Fall die Qualität. Kann mir aber auch vorstellen, dass der eher in die Bundesliga verliehen wird. Wobei, Augsburg spielt Bundesliga. An wen wollen sie ihn verleihen, wenn ich an Aufsteiger? Vielleicht an eher einen ambitionierten Zweitligisten. Könnte also sein. Möglich ist es.
Jetzt haben wir hier noch ein paar Namen. Egloff, Jumpy hatten wir schon, Pohlmann hatten wir schon, Yannick Mause sehe ich hier noch. Kenne ich nicht. Auch da Schande über mein Haupt, wenn er jetzt irgendwo schon sehr stark spielen sollte. Ingolstadt, 25 Jahre alt, 18 Tore, dritte Liga, 1,89 groß. Ja, es tut mir leid, aber das ist ein guter Spieler für die zweite Liga, so für Mittelfeld, untere Tabellen. Wenn du aufsteigen willst, musst du anders rangehen. Dann musst du andere Spieler holen, meiner Meinung nach. Ja, ich weiß, bei Düsseldorf mit Vermey hat das funktioniert. Allerdings hatten die auch einen Unterschiedsspieler mit Zolles vorne, der da viel kaschiert hat. Und zwischenzeitlich war sogar mal da Ferner mit der Nase vor Vermey. Also, naja. Es gibt aber anscheinend das Gerücht um ihn, sehe ich hier gerade. Ich kenne ihn nicht genug. Ich kann nichts dazu sagen, aber es wäre nicht das Kaliber, was ich mir wünschen würde. Und dann haben wir hier noch einen sehr, sehr spannenden Spieler. Einmal Scott. Verletzungsanfällig. Erwähnt. Wäre schön, wenn er bleiben würde, glaube ich aber nicht dran. Hertha beschäftigt sich mit Cuisance, lese ich gerade. Das ist ärgerlich, weil den hätte ich gerne, wenn ich ehrlich bin. Aber, und ist nah dran an Osnabrück-Hannover. Aber ja, Hertha kann ich auch verstehen, dass sie sich damit zumindest mal beschäftigen. Ist ja nun mal auch nur geliehen von Venezia, hat Vertrag bis 25. Vielleicht lassen sie ihn günstig gehen. Steigen ja gegebenenfalls auf, wenn mich nicht alles täuscht. Müssten, glaube ich, Relegation spielen. Oder gibt es Relegation in Italien überhaupt? Ich weiß es nicht. Aber ja, Cuisance dann dementsprechend vielleicht eher nicht. Chiré von Freiburg, der, glaube ich, Chiré ausgesprochen wird eigentlich. Super interessanter Spieler, aber eben, und deswegen erwähnt das hier mit Cuisance, beziehungsweise mit Scott, verletzungsanfällig natürlich ohne Ende. Das ist ein riesiges Problem bei ihm. Hat es in der Bundesliga jetzt nicht geschafft in seinem ersten Jahr durch einen Kreuzbandriss. Wir haben einen Spieler bei uns im Kader, der einen Achillessehnenriss und, glaube ich, auch einen Kreuzbandriss dann hatte, mit Sebastian Ernst, der in der zweiten Liga richtig geballt hat. Dann hat es nicht geklappt. Ich weiß nicht, wie Chiré zurückkommen wird. Man könnte ihn sicherlich auch nur leihen. Er wäre ein wahnsinniger Unterschiedsspieler, wenn er an das anknüpfen kann, was er bei St. Pauli gezeigt hat. Aber ich zweifle da irgendwie dran. Trotzdem sehr interessanter Name und das soll es für dieses Video gewesen sein. Also ich würde es fühlen. Ich sage euch mal meine Favoriten von den Namen, die hier genannt wurden. Amendo Sieb offensichtlich, Cuisance, Chiré, Rochelt, Kleinhansel, Papadopoulos. Spannend. Eure Meinung in die Kommentare, das soll es für heute gewesen sein. Ich bin jetzt länger weg, 2 Wochen, müsst ihr ohne Content auskommen, das kriegt ihr aber hin, am Sonntag kommt auch ein Vlog. Ich wünsche euch bis dahin alles Gute, wir hören voneinander, lasst euch gut gehen und lasst einen Daumen nach oben da und abonniert den Kanal. Hey, was soll ich noch erzählen? Sobald ich wieder da bin, gibt's hoffentlich Transfers. Macht's gut, ciao, ciao.